Mitten in der Landschaftsidylle um Renning wurden am Wochenende die 12. Deutschen Meisterschaften im Swinggolf ausgespielt. Auf dem vereinseigenen Gelände am Bauernhof von Andreas Kindler lud der hiesige Swinggolfverein Renning zu diesem Turnier ein, nachdem im letzten Jahr schon die Doppelmeisterschaften hier stattfanden. Heute sind wir hier 12 Vereine, die teilnehmen und ungefähr 150 Leute, die spielen, sich messen hier die Besten in Deutschland halt. Gespielt werden beim Swinggolf ebenfalls 18 Löcher mit einer Länge von 80 bis 300 Metern und am Ende wird die benötigte Schlaganzahl zusammengezählt. Im Unterschied zum richtigen Golfsport benutzt man beim Swinggolf nur einen Schläger, der allerdings drei Seiten für die verschiedenen Schläge besitzt. Die erste Seite, Driver genannt, ist für den Abschlag. Die etwas steilere Seite für sogenannte Chipbälle, um sich der Fahne und somit dem Ziel anzunähern. Die Rückseite nutzt man zum Putten, dem Einlochen auf kurze Distanz. Gespielt werden kann und darf auch ohne Platzreife und ohne Kleiderordnung. Die Bälle sind weicher und größer, wie auch die zu treffenden Löcher. Die Plätze werden naturbelassen, was hier und da zu Unebenheiten im Platz führt und den Ball schnell vom Kurs abbringt. Von den 21 Renninger Vereinsmitgliedern kamen auch mehrere Europameister und nationale Titelträger in die Rangbachstadt. Umso mehr freuten sich die Veranstalter über den Sieg ihrer Vereinsmitglieder in den Klassen über 50, Roland Schmidt, der seinen Titel nun schon zum dritten Mal verteidigte, und Gabi Littich, die ihren ersten deutschen Meistertitel gewann. In der Mannschaftswertung landeten die Renninger auf Platz 3, was ihnen Schwung für den Ligaspielbetrieb geben soll. In der Bundesliga Süd stehen sie aktuell auf dem zweiten Platz. Trotz leicht steigender Mitgliederzahlen ist Swinggolf noch immer wenig bekannt und mit etwa 50 Plätzen deutschlandweit weniger verbreitet, als es sich mancher wünscht. Denn Swinggolf ist Spaß für die ganze Familie und wird auch gern als Einstieg für den Golfsport genutzt, da vor allem der finanzielle Aufwand weit unter dem des elitären Sports liegt.